Ja, herzlich willkommen zum Plattenpfoster Televisionsgespräch. Heute haben wir zu Gast Kera und André. Ihr seid Inside und THDN und ihr begleitet tatsächlich die Stubnitz schon seit ziemlich genau 20 Jahren. 20 Jahren, genau. Ja, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, toll. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, nun sitzen wir hier und es finden im Moment ja eigentlich keine Live-Kulturveranstaltungen statt.
Und irgendwie sind wir, um, wie Felix Rubin im letzten Interview erwähnt hat, irgendwie alle in die große Pause geschickt worden. Ja, aber ihr seid trotzdem hier zu einem, zumindest zu einem Gespräch. Und was macht das mit euch irgendwie zu sein, oder was heißt es für euch hier zu sein, und ist es eigentlich keine Veranstaltung in dem Sinne? Also wir haben die große Pause, die du erwähntest, die haben wir für uns selber ja schon ein klein wenig vorher eingeläutet. Wir haben 2019 so für uns die Entscheidung getroffen, auszusetzen mit dem Musik und Video und Kunst machen für eine, ich sag mal, unbestimmte Zeit. Wir haben unseren Fokus verlegt und sind jetzt viel mehr in dem Thema Yoga unterwegs und solchen Sachen. Und insofern ist das für mich persönlich gerade, dass ich diese Situation ein bisschen von außen fast beobachte, das natürlich sehr wahrnehme, und ist natürlich eine sehr schlimme Situation für jeden, der jetzt hier gerade davon abhängt und so. Und ich fand Felix' Worte letztes Mal eigentlich ziemlich passend, ziemlich gut. Der hat es ziemlich auf den Punkt gebracht. Und da ist jetzt wirklich einfach nur abwarten, was passiert und wie jeder Einzelne damit den besten Weg findet für seine eigene auch Art von Kunst. Das ist ja mit jeder Art von Kunst auch wieder anders. Ja, was ich meine, ihr seid ja Vollblutkünstler, ne? Und obwohl ihr irgendwie ja euch vorher schon entschieden habt, irgendwie in die Pause zu gehen, so diese Gesamtsituation und die Gesamtstimmung, macht das irgendwas mit euch, auch als in einer Art künstlerischen Denken? Hat sich da was verändert im Gegensatz zu, ja, okay, wir haben uns dazu jetzt entschieden, und auf einmal ist es so, dass irgendwie so alles Künstlerische wegbricht? Naja, die Gesamtstimmung, die spürt man natürlich schon. Es ist aber für uns beide, denke ich mal, so, dass dadurch, dass wir so viel meditieren, ist es so eine Ruhe in uns selber, dass man sich das dann so ein bisschen anguckt und denkt, ja, das ist jetzt halt gerade Chaos und so ist es, da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Hm. Und dann versucht man immer, das als eine Herausforderung zu sehen, an der man auch irgendwie wachsen kann. Ja. Und das sei es jetzt, dass man sich in allen Bereichen, die man so macht, versucht 10% zu verbessern, oder dass man sich einen ganz neuen Bereich sucht, weil man jetzt vielleicht die Zeit dafür hat, oder. Also dass man, wo es möglich ist, sich die Sachen rausgreift, wo man denkt, da kann man jetzt was für sich positiv ändern, und ansonsten es als eine Herausforderung sieht, die man zu meistern hat, dass man das dass man seine eigene Ruhe und Freude nicht verliert, weil es um einen rum Chaos alles versinkt. Ja, klar, das ist natürlich irgendwie... Nützt ja nichts, ändert ja nichts dran. Also dann ist es doppelt schlimm. Dann hat man einerseits die schlimme Situation um sich rum und hat auch noch eine schlimme Laune dazu. Das macht es ja auch nicht besser. Ja, das ist klar. Und ich glaube, die Ruhe, die einfach da ist, so dieses Gechillte, hat für viele Künstler, gibt es auch die Möglichkeit, einfach Sachen neu zu überdenken. Und ich bin überzeugt, dass wir im Laufe dieses Jahres noch wahnsinnig tolle Releases hören werden von Leuten, die sonst die Zeit einfach vielleicht nicht dafür hatten, eine Platte zu machen, weil sie vielleicht viel am Touren sind, was jetzt nicht geht, und dann halt ins Studio gehen, und das eben dann mit der Tiefe, dass da auch ganz andere Musik bei rauskommt. Das denke ich schon. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn man nicht gerade irgendwie damit beschäftigt ist, irgendwie Anträge zu schreiben und so weiter, wie es eben ja doch auch vielen so geht. Eben auch das macht sicherlich was mit einem. Ihr habt irgendwie erzählt, zwei Jahre her, haben wir uns irgendwie mal unterhalten, und da habt ihr gesagt, ja, irgendwie, wir waren zwar irgendwie immer mal wieder mit Inside, dem Projekt, irgendwie hier auf der Stubnitz, aber eigentlich ist dieses Schiff irgendwie viel zu klein für das, was wir gemacht haben. Ja, das klingt ja fies jetzt sozusagen. Wir sind zu groß für dieses Schiff. Das war überhaupt gar nicht gemeint. Ich weiß, aber die Idee bei Inside war halt, das ist eine Inszenierung von einer großen Leinwand, vor der wir stehen, und die Videos sind so gebaut, dass wir bestimmte Proportionen brauchen, unsere Körper zum Bild. Wenn das Bild von der Raumgröße her bedingt einfach zu klein ist, dann
wirkt das nicht so. Das heißt, wir haben das letzte Mal, wo wir gespielt haben, mit Inside war 2014 und da haben wir hier im Vorderschiff mit zwei Projektoren, wir haben den ganzen Tag aufgebaut, im Prinzip ein sehr breites Bild gemacht und das war natürlich auf eine bestimmte Art kompromissbehaftet, aber war für uns auch ein spannendes Experiment zu sehen, ob das trotz der relativ geringen Höhe geht. Und das fand ich war ganz okay. Also das war der Abend mit Igor zusammen. Das und hat vor allen Dingen Spaß gemacht. Ja, mit Igor auch. Ja. Igor hatte so heftig vorgelegt und dann irgendwie haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir es auch mal ein bisschen heftiger und haben dann noch eine Bassdrum, die wir eigentlich immer nicht anmachen, die aber so ein bisschen drunter liegt, die haben wir dann noch mit drunter gemischt und so, das hat viel Spaß gemacht. Dann würde ich die Stelle mal nutzen und wir gucken mal in eins von euren Projekten rein. Oh ja.
da war der Kreider noch nicht an Bord. Also. Und die Auftritte davor, da war das, ich glaube, beim ersten Auftritt hatten wir noch gar keine Visuals. Okay. Das war der Abend mit Dart Politics in Rostock noch. Mhm. Und beim zweiten Mal, da waren wir in Newcastle upon Tyne auf unserer England-Tour und da war die Stubnitz halt zufälligerweise in Newcastle. Und da hatten wir auch, da haben wir gesagt, das ist jetzt völlig egal. Also da war das mit den Visuals auch neu und noch viel Experiment für uns selber. Und da war das auch total okay. Das war eine tolle Gelegenheit und dann auf dem Schiff zu sein und Nacht in der Kajüte zu pennen und so. Super. Wir sind dann auch immer stärker inhaltlich geworden mit unseren Live-Sets. Wir haben ja verschiedene Live-Sets gemacht, die dann in sich geschlossen gespielt werden können oder auch gemischt werden können mit den Stücken von anderen. Das geht auch, aber unsere neuen Live-Sets wurden immer inhaltlicher. Das heißt, desto wichtiger war es, dass man auf dem Bild erkennt, um was es geht. Weil wir singen nicht, wir sprechen kaum, sagen höchstens mal so Hallo und ansonsten sind wir eigentlich eher still. Das heißt, es muss sich über das Bild erklären. Und wenn man dann das Bild nicht so gut erkennen kann, dann entschlüsselt sich die Geschichte, die dahinter steckt, gar nicht. Ja, klar. Und dann sind es nur noch irgendwelche Illustrationen, irgendwelche bewegten Pixel. Und das sollte es gerade ja bei uns nicht sein. Bei den neueren Sachen jedenfalls nicht. Genau. So haben wir angefangen. Ja. Hat auch Spaß gebracht. Und dann sind wir, was weiß ich, unser neuestes Set ging dann zum Beispiel um Duality, um darum, dass das Gesamte ein Ganzes ist und dass das, was wir hier haben, was wir auch mit Corona gerade haben, dass das dann halt umschlägt ins Negative, dass das aber auch immer in irgendeiner Form irgendwas Positives drin hat und dass es diese Dualitäten in dieser Welt gibt, die aber beide zu dem Ganzen irgendwie dazugehören, auch wenn das für einen emotional manchmal schwierig zu ertragen sein mag, so ist es trotzdem so, dass ohne Trauer gäbe es kein Glücklichsein. Würden wir es gar nicht verstehen, was das heißt, wenn wir immer nur glücklich sind. Wer nie traurig war, weiß klar. Das nicht. Ne? Das ist richtig. Bei einem Stück, das heißt Possibilities, da haben wir Würfel als Symbol für den Zufall, in Anführungszeichen, für den Zufall, den es gar nicht gibt, genutzt und wie wir eingreifen können. Das war eben ein thematisches Projekt. Also am Ende haben wir wirklich viele Inhalte Love eingebaut. It, leave it or change it kam dann immer mit den Würfeln so gestellt und dann ging es im Prinzip darum, dass auch wenn da nur eine 1 gewürfelt war, dass man das dann zu einer 6 oder zu einer Zahl, die einem wichtig ist, umdrehen kann. Und ja, solche Sachen, die brauchen dann halt diese große Leinwand. Das heißt, wir wurden immer größer mit unserer Inszenierung. Was uns halt auch eingeschränkt hat. Dann gingen einige Sachen halt nicht mehr. Und dann haben wir halt THDN. Ist daraus so ein bisschen entstanden, dass wir halt auch in kleineren Clubs spielen können, wo das nicht möglich ist, sich so groß zu inszenieren. Genau. Ja, mit dem wart ihr tatsächlich sogar auch dreimal hier. Ne? Mhm. THDN ist auch ein bisschen mit Hilfe der Stubnitz erst möglich geworden, in der Tat. Weil die Geschichte von THDN, eigentlich ist es mein Live-Set gewesen, mein Solo-Set gewesen. Und aus Dingen entstanden, die bei Inside durchgefallen sind. Also jetzt nicht im Sinne von Abfall, sondern Inside war immer sehr strikt gemeinsam und wenn einem Sound nicht gefiel, dann flog der raus. Wenn es ins Konzept nicht passte. Und da waren halt viele Dinge, die überwiegend nicht ins Konzept passen. Ich weiß, dass damals die Hi-Hats auch zu laut waren. Ich erinnere mich. Und, und deshalb hat sich daraus halt auch mein Wunsch entwickelt, eben all diese Dinge, die ich nicht umsetzen konnte in dem Gemeinsamen, auch mal als ein Projekt zu machen. Und damit hatte ich mit Blo gesprochen und ich glaube, Karl war auch mit dabei. Und die haben dann möglich gemacht, dass ich mich hier so mal so einen Tag, auch im Vorderschiff, mit Nebelmaschine, Projektor und der PA einfach hingestellt habe. Ich habe Bass gespielt und die Elektronik dazu und einfach ausprobiert habe, wie kommt das rüber. Und danach habe ich noch sehr, sehr viel daran geändert. Und über einen zweiten Abend, wo wir beide nochmal, das war eigentlich ein bisschen kann man das als den Desasterabend bezeichnen, weil wir halt unsere Sets dann mal solo ausprobiert haben vor Publikum. Und also zumindest in meinem Fall bin ich komplett havariert, da hat nichts funktioniert, das Interface ist abgeschmiert. Ich hatte drei Nebelmaschinen und die musste ich mit dem Finger immer drauf drücken. Da konnte ich natürlich nicht Bass spielen, während die Finger waren total bescheuert. Und danach habe ich gemerkt, das geht so nicht. Also da ist was Gutes dran, aber es geht so nicht. Und dann haben wir einen Schlagzeuger, später eine Schlagzeugerin dazu geholt. Kera ist mit Visuals und Elektronik eingestiegen. Und dann wurde es wieder ein Bandprojekt. Und dann hat mich das nicht mehr so überfordert. Ja.
So, genau. Wir haben uns jetzt irgendwie was von euch angeschaut und ihr habt ja jetzt erzählt, ja, im Moment seid ihr nicht aktiv, so als künstlerisch aktiv. Was ich jetzt natürlich irgendwie, ihr wart sehr lange künstlerisch aktiv und was ich irgendwie schade finde, dass ihr es nicht mehr seid und mir natürlich die Frage stelle, kommt ihr irgendwann wieder mit irgendwas, brütet ihr irgendwas aus oder sind das ungelegte Eier, über die ihr nicht sprechen möchtet oder findet da gerade ein Kreativprozess statt oder seid ihr irgendwie so vollkommen... Also bei mir ist es ja so, ich habe 1985 angefangen, Krach zu machen, also experimentelle Sachen zu machen, mit in verschiedenen Projekten, das meiste solo und das hat eigentlich nur mit Inside und TRDN ein bisschen Sinn gemacht, in Anführungszeichen. Ich persönlich empfinde mich jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, dass es sehr angenehm ist, das so laufen zu lassen, das so den Abstand zu haben. Über die Jahre sind für mich als Musiker so viele Pflichten, in Anführungszeichen, oder Jobs mit dazugekommen, die ich nicht eigentlich als Musiker nicht haben will. Ich bin so oft selber, wir sind selber so oft Veranstalter gewesen für unsere eigenen Konzerte und haben so viele Dinge gemacht, die dann damit dazugehören. Das ist halt heutzutage so. Das ist auch okay. Wo ich aber dann bei mir das irgendwo sagte, das reizt mich halt einfach nicht. Im Augenblick, wenn ich da sitze zu Hause und sage, ich habe die ganze Software noch und die ganzen Sachen, ich kann jeden Augenblick loslegen, da zwickt mich gerade nichts. Und das Zwicken muss passieren. Es muss irgendwas mir am Hosenbein ziehen und sagen, Digga, das willst du, das musst du, du hast die Idee, das müssen die Leute sehen, das ist so geil. Und wenn ich das habe, dann werde ich mich bei euch als allerersten melden, weil dann will ich wieder hier ausprobieren, ob es funktioniert oder ob ich eine blöde Idee hatte. Ja, unbedingt. Ich bitte sehr darum. Ja, ich meine, klar, ne, dass dieses ganze Rumherum organisieren, das zieht einfach auch unglaublich viel Energie ab. Ne? Und, du machst ja alles selbst. Du bist dein eigener... Also wir haben für Inside komplettes Booking gemacht und wir haben über 230 Auftritte gespielt. Wir haben alles selber gebucht. Ja. Wir haben zum Teil den Veranstaltern international auf Festivals die Flugkosten vorgestreckt, weil die so kurzfristig kamen, dass man keine Tickets mehr bucht. Das ist alles irgendwie so, weißt du, so. Und dann, das war so ein Level, wo ich irgendwann gesagt habe, das brauche ich jetzt nicht mehr, das will ich nicht mehr. Ja, und wir haben halt einfach auch was gefunden, wo wir einfach sagen, hey, irgendwie mal was ganz Neues. Das ist auch mal schön, was ganz anderes zu machen. Und wenig, also eigentlich kaum noch vor dem Rechner zu sitzen, empfinde ich sehr als sehr angenehm. Wenn ich dann mal was mache für irgendwas, so ein kleines Schneiden, bringt mir das immer ganz viel Spaß oder so. Es ist klar, das ist irgendwie, die Energie ist nicht weg. Aber eigentlich bin ich froh, dass ich irgendwie mal eher aufs Wasser gucken kann oder Yoga mache und mal einfach sagen kann, okay, es gibt noch ganz viel zu entwickeln. Und die Entwicklung ist jetzt aber eher auf so einem transformativen... Mehr nach innen. Ne? Ja, mehr nach innen, mehr transformativ, mehr gucken, was so noch möglich ist. Als ich habe mich mal erinnert, als ich 13 war, habe ich irgendwie gedacht, Mensch, so viele Dimensionen soll es geben und die Leute verstehen das gar nicht. Irgendwie komisch, wenn man so nach innen guckt, da ist es doch ganz groß da drin. Und das habe ich über die Zeit total verloren. Und da bin ich oder sind wir halt einfach am Gucken, was da so, wenn man nach innen guckt, so alles irgendwie an Weite aufgeht. Und das ist... Das ist super spannend, auf jeden Fall. Und dazu kommt, finde ich, als andere Seite, dass jetzt auch vielleicht mal die Jüngeren dran sind. Also so, die Bühne frei für eine andere Generation auch. Ja, warum nicht? Also die haben es ja sowieso, also viele von denen haben es ja vielleicht noch schwerer sozusagen. Und gerade jetzt irgendwie... Ich glaube, jede Generation hat immer geglaubt, dass sie es am schwersten hatten. Jeder Musiker hat das Gefühl, es ist alle Musik schon da und man kann nichts mehr Neues erfinden und so. Ja, das war vor 30 Jahren aber auch schon so. Ja, wahrscheinlich. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel, viel Glück und viel Spaß. Danke. Und vielen Dank, dass ihr da seid. Euch auch. Wart. Ja. Vielen Dank für die Reihe auch, die ihr jetzt angefangen habt. Das finde ich ein super Medium. Ich habe es letztes Mal geschaut. Ich werde die nächsten Male auch gucken. Wir haben auf jeden Fall, bemühen wir uns weiterhin, vielfältige und spannende Gäste irgendwie mit dabei zu haben. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Ja.
Ich habe zu danken. Rock das Leben. Wir rocken das Leben, auf dass der Kahn nicht untergeht. Auf keinen Fall. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Gerne.